Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio mit Space Age, wo wir uns heute entscheiden, wo uns die Reise hinführt. Zu welchem Planeten? Und dafür müssen wir zuerst eine dieser Forschungen erfolgreich zu Ende führen, denn wir haben drei Planeten zur Auswahl. Hier haben wir Fulgora. Da gibt es, glaube ich, elektrische Entladungen. Gliba ist der Planet mit Sumpf und Sumpfbewohnern, die nicht unbedingt freundlich sind. Vulkanos ist der Planet mit Lava und den Raketenwürmern. Und zumindest mich erinnern sie an die Raketenwürmer. Und ich denke, einfach wenn ich mir hier mal so anschaue, was für Forschungen haben wir da, wahrscheinlich bietet sich Vulkanos an, hier zuerst hinzugehen. Aber dann habe ich das Gefühl, denn die Raketenwürmer, die sind nur außerhalb des Startbereichs. Also solange wir da uns relativ nicht ausbreiten, sollten wir sicher sein. Dass wir da zuerst mal Fuß fassen, dann aber wahrscheinlich eine vollständige Kolonisation von Fulgora machen, bevor wir hier auf Vulkanos zurückkehren und uns da etwas ausbreiten. Denn bis zu dem Zeitpunkt sollten wir in der Lage sein, besser mit den Würmern da klar zu kommen. Also, ja. Erforschen das in dieser Reihenfolge, und weil wir schon dran sind, machen wir auch Gleba. Und Gleba ist wahrscheinlich nicht ein Planet, den wir bereits in den nächsten paar Folgen sehen werden. Was wir dann auch noch machen können, ist hier etwas Produktivität, Atombombe etc. Und hier, da sind wir bereits in der Unendlich-Forschung. Das ist etwas, was ein bisschen anders zu funktionieren scheint. Denn die bisher hat man die Unendlich-Forschung erst angestoßen, nachdem man alles andere erledigt hat. Nun müssen wir aber dann auch schauen, wie kommen wir zu den anderen Planeten. Und soweit ich weiß, braucht es dafür ein Raumschiff, das wir im All bauen müssen. Und dafür brauchen wir ein paar Dinge. Ein Grundgerüst. Wir werden ein paar Asteroidensammler brauchen. Wir werden ein paar Zerkleinerer brauchen. Wir werden wahrscheinlich auch hier etwas mehr Fracht haben wollen. Und dann werden wir Triebwerke brauchen. Und dann beginnen wir hier mal damit und schicken das nach oben. Und wie wollen wir dieses... Das ist ja unser Raumschiff. Raumschiff 1. Ganz unkreativ. Gut.
Und als nächstes, sobald das oben ist, müssen wir da dann auch wieder eine Plattform bauen, damit wir da dann unser Raumschiff bauen können. Ich habe hier mal einen Anfang gemacht mit einem Asteroidensammler. Und das hier wird unser Frontend sein, die Vorderseite, und dann hier hinten der Antrieb. Und ich denke, eine gute Formation dürfte so eine Dreiecksform sein, so dass wir hinten möglichst viel Platz für Triebwerke haben und vorne nicht allzu viel Angriffsfläche, denn ich denke, was wir hier noch brauchen, wird etwas sein, um Asteroiden zu zerkleinern. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, wie bekommen wir da die Munition rein. Da wird sich hoffentlich was finden. Hier für die Zerkleiner habe ich ein etwas anderes Setup gewählt, so dass wir hier die unverarbeiteten Teile gleich wieder raus aufs Band legen, so dass die eigentlich nur auf diesem Band zirkulieren und alles, was verarbeitet ist, kommt hier auf dieser Seite raus. Und dann denke ich, machen wir das so. Zuerst zweier Schritte. Und dann so. Und dann brauchen wir hier hier an dieser Stelle brauchen wir hier brauchen wir wieder so ein Teil. Das geht hier rum. Und hier haben wir dann die Ausgänge. Dann machen wir hier noch Kanonen hin. Werden wir sicher noch Platz brauchen, denn wir brauchen auch noch Strom und Verarbeitung für Treibstoff. Denn wenn wir uns die hier anschauen, dann brauchen die Treibstoff und Oxidationsmittel. Und wo finde ich die Materialien echt?
Wenn hier müssen wir sie drin finden. Genau, hier. Das stellen wir aus Kohlenstoff und Wasser her. Und das aus Eisenerz und Wasser. Und Wasser können wir herstellen, oder müssen wir aus dem Eis herstellen können. Das müssen wir noch rausfinden. Aber ich glaube, das bekommen wir. Das bekommen wir hin. Aber erst müssen wir hier an unserer Basis etwas weiterarbeiten, dass wir da auch den nötigen Raum haben, um da was draufsetzen zu können. Und zwar haben wir inzwischen ein Raumschiff, aber es hat noch gewisse Probleme. Zum einen sehen wir hier das Förderband. Das ist vollgelaufen. Und hier auf dieser Seite, da legen wir nichts nach außen hin. Das heißt, da brauchen wir ein besseres Setup, und auch hier bei unseren Türmen, die müssen wir mit Magazinen versorgen. Wir haben sie hier drin, aber wir brauchen ein Förderband, das uns die Magazine hier rumreichen kann. Von der Produktion, vom Setup her, bin ich recht zufrieden. Vielleicht brauchen wir hier aber eine Ergänzung für unsere Lagerkapazität. Und zwar gibt es da einen Frachtraum. Den wir beispielsweise hier platzieren könnten. Und ich denke, wir müssen hier etwas Raum schaffen und ein bisschen das Ganze restrukturieren. Wir haben derzeit 3 Antriebe. Ich weiß nicht, ob das genügt und ob wir damit schnell oder langsam unterwegs sind. Aber vielleicht würde es auch Sinn machen, hier nicht nur das flüssige Wasser, welches wir als Input für die beiden Treibstoffkomponenten Produktion brauchen, zu speichern, sondern auch hier dann direkt den Treibstoff, so dass während unser Raumschiff nicht unterwegs ist, wir den Treibstoff produzieren können und dann quasi während der Reise nicht darauf angewiesen sind, dass wir genügend Treibstoff produzieren können, während wir unterwegs sind. Ein anderer Punkt, der sicherlich zu berücksichtigen ist, dass wir
eine recht schwere Plattform haben, 238 Tonnen, und natürlich je schwerer das Ding ist, umso mehr Energie brauchen wir, um das bewegen zu können. Drum ist es von Vorteil, möglichst kompakt zu bauen. Und ich bin mir hier nicht sicher, ob uns das gelungen ist. Aber vielleicht müssen wir das auch nicht im ersten Anlauf gerade schon perfekt hinbekommen. Nachdem unsere Forschung für die Planeten durch ist, habe ich dann auch gesehen, hier unten gibt es die zusätzlichen Tipps. Und für Vulcanus sehen wir, da gibt es kein Wasser und kein Öl. Dafür dürften die Solarpanels einen höheren Output haben. Das heißt, wenn wir darüber gehen, dann nehmen wir Solarpanels, Akkumulatoren mit. Und ich denke, wir werden eine Raumplattform bauen, welche wir benutzen können, um Eis zu sammeln. Und dann können wir die Eisblöcke auf den Planeten runterschieben und dann so Wasser gewinnen. Und was wir wegen dem Öl machen, weiß ich noch nicht. Da könnten wir beispielsweise die Produkte, die wir aus Öl herstellen, hauptsächlich rote und blaue Schaltkreise, direkt transportieren. Oder möglicherweise finden wir Kohle, und mit Kohleverflüssigung könnten wir dann aus Kohle unseren Ölzyklus starten. Aber ich denke, ich muss hier erstmal das Raumschiff etwas umgestalten, bevor wir starten können. Ich glaube, dieses geänderte Layout ist recht vernünftig. Das Einzige, was mir noch nicht so gefällt, ist hier, wie wir mit dem Überschuss ausgehen, denn da gibt es wirklich nicht einen Filter, wo wir sagen, wirf das nur über Bord, wenn wir zu viel haben, sondern wir haben hier einfach einen Teiler, was in etwa so viel bedeutet wie, okay, 50% der Ware, dass es bis hier schafft, geht hier über Bord. Und hier haben wir natürlich noch einen Asteroidensammler, das heißt 50% von dem, was dieser liefert, geht gleich wieder raus, weil die Zerkleiner, die sind alle weiter vorne in der Pipeline. Ich musste ein paar mehr Solarpaneele platzieren, damit wir hier mit dem Strom klarkommen. Insbesondere, wenn wir hier Peaks haben, wo dann auch die Chemiefabriken voll am Rotieren sind. Aber ich denke, damit sollten wir klar sein. Derzeit bin ich dabei, hier den Frachtraum zu beladen für eine initiale Kolonialisierung, und dann werden wir hier unten eine weitere Gruppe haben für Versorgungsflüge, und da habe ich mir gedacht, okay, für den Moment werden wir die fertigen Produkte aus der Ölraffineration einfach mal da rüber schieben. Und was wir hier vielleicht entsorgen können, sind all die Gegenstände, die wir hier mal hochgeschickt haben.
für den Bau von unserem Raumschiff und dadurch zum einen hier im Frachtraum etwas Platz schaffen, aber zum anderen auch das Gewicht verringern, denn wir sind derzeit bei rund 250 Tonnen und ich denke, bis wir all die Materialien haben, werden noch ein paar Tonnen dazukommen und da müssen wir dann schauen, wie effizient unser Raumschiff hier dann effektiv ist und wo wir unser zweites Raumschiff, wie wir das verbessern können. Aber all das Pläne für die Zukunft und für heute sind wir am Ende und ich denke, nächstes Mal werden wir dieses Raumschiff starten. Also bis dann und tschüss!